So, Freunde, die Blase entleert und frisch gestärkt geht's zurück ans Werk. Hier bei Medal of Honor Airborne. Ey, das hat gerade richtig gepasst, was ich da gelabert habe. Was macht hier oben schon wieder? Was ist jetzt hier? Was soll ich hier machen? Erstmal brauche ich ein bisschen Leben. So. Jetzt müssen wir gucken. Was zum Henker? Hier müssen wir doch mal was hochjagen. Ja. Drücke E, um den Sprengsatz zu platzieren. Okay, Hammer. So. Geschütz zerstört. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen hier Munition. Bringt das Zeug raus. Gesundheit ist voll. Ach so. Ja, ich dachte, ich muss hier. Hallo? Okay. Brauche ich hier nicht nochmal Munition für Sprengsatz und so? Dann halt nicht. Jetzt ist noch da hinten was am Zug. Da geht's jetzt weiter. Da soll man bestimmt auch noch was zerstören. Oh, da gibt's noch ein paar Granaten. Wisst ihr was? Die gehen mir echt auf den Sack, die Soldaten hier. Vor allem der Respawn, wo die haben. Ey! Ja. Jetzt. Wo? Ah! Guck mal! Jetzt kommen sie hier wahrscheinlich die ganze Zeit ums Eck gerannt. Okay, hier kommt keiner mehr. Hier dürfte jetzt nochmal keiner mehr kommen. Wieso? Das reicht's aber. Guck mal, wo kommen die jetzt wieder her? Das gibt's nicht. Das, wie, wo? Woher? Woher? Wo sind sie denn? Ah, hier. Sorry, wenn ich so schreie, aber. Ich krieg bald echt was an der Waffe hier. Guck, jetzt kommen sie wieder von den Hunden. So. Und jetzt kommen sie wieder von hier. Verdammte Brut. Ey, da ist. Da ist es gerade definitiv eine Respawn. Ey, hier kann man rein. Wow. Man kann. Weg! Ich gehe jetzt mal da hoch und. Oh, mit dem Wichser. So. Habe ich jetzt mal meine Ruhe? Ah, ich hab sie. Ich bin die Ruhe selbst. Ziel erreicht. Alles zerstört. Bahnhof gesichert und fertig, oder? Oder nicht? Colonel Scott Webb, kommandierender Offizier. Abschlussbericht für Operation War City. 25. März 1945. Wir sind in der Nähe unserer Absprungzone gelandet und haben mehrere Panzer, Vorräte und ein Eisenbahngeschütz zerstört. Die Scharfschützen vor Ort konnten durch eine besonnene Taktik und gezielte Gegenangriffe neutralisiert werden. Allerdings erlitt unsere Kompanie schwere Verluste, als ein feindlicher Panzerzug Elitetruppen im Zielgebiet absetzte. Wir müssen gewinnen. Und zwar schnell. Ja, Verlust ist gut. Taktik? Was für eine Taktik, verdammt. Ich habe einfach nur irgendwo reingeballert. Verdammt nochmal. So, was haben wir gekriegt? Soldiers Metal, ja, eine Position größere Verantwortung verliehen, geil. Ausübung ihrer Pflichten. Schön. Benutze alle Waffen im Spiel. Klasse. Statistik, 21%. Leute, wir sind effektiver. Abzeichen. Ja, da haben wir ein bisschen was gekriegt. Schön. Fortsetzen. Wohin geht's?
in Deutschland. Da waren wir noch mit Österreich und Schweiz verschmolzen. Oh. Der Flakturm. Okay, Männer. Seit 2 Tagen läuft die Operation Varsity. Bisher waren wir dem Feind in allen Belangen überlegen. Aber ein Ziel können wir einfach nicht knacken. Unser Ziel. Dieses Monster nennt sich Flakturm. Er ist eine eigene kleine Stadt. Die letzte Bastion des Feindes. Unsere Bomber konnten ihn aus der Luft nicht zerstören. Wir müssen zuerst seine Verteidigung ausschalten. Auf dem Dach stehen mehrere Flugabwehrgeschütze in Position. Die müssen wir alle zerstören. Die Zugänge des Turms werden durch Panzer abgeschirmt. Wenn das Gebiet gesichert ist, gehen sie in den Turm und finden einen Weg, ihn zu zerstören. Wir setzen einige Pioniertrupps im Zielgebiet ab. Sobald der Turm geräumt ist, bringen sie die Sprengsätze an. Sie müssen sie nach Kräften unterstützen. Lassen Sie sich was einfallen. Improvisieren Sie. Diese Mission ist ein letzter Test Ihrer Fähigkeiten und Tapferkeit. Wir haben noch nie versagt. Und das wird auch so bleiben. Wir sehen uns alle zu Hause. Abtreten. Sir, jawohl, Sir. Mit der Sir. Ich glaube, jetzt können wir mal eine Schrotflinte. Genau, primär, das lassen wir jetzt am besten mal. Aber ich möchte gern die Mauser mitnehmen. Weil die ist einfach nur genial. Warte mal, Schaden. Ladezeit. Präzision. Ach, die ist besser? Echt jetzt? Ach, dann nehmen wir die Colt. Nehmen wir die Colt, wir nehmen auf jeden Fall eine Schrotflinte mit. Und eine Bar können wir auch mitnehmen, ja. Oder was haben wir noch? Thompson hätten wir noch. Nö, ich glaube, die Bar ist eigentlich jetzt gerade... Die hat eine gute Durchschlagskraft. Nö, ich glaube, die ist akzeptabel. Eine Bar und der Gold und ja. Nö, das machen wir akzeptablieren. Guck mal, gegen den MG42, der hatte tatsächlich einen MG42. Boah. Das war der höchste, wo wir besiegen mussten. Wichser, als wir die Wolkensicht durchstießen, sahen wir aus allen Richtungen Kugeln auf uns zufliegen. Es war, als würde man durch einen Hagelsturm fliegen. Aha. Wer hat das jetzt? Oh, jetzt wollte ich eigentlich gucken, wer das. Hagelsturm. Oh. Spring. Was? Alter! Raus! Shit! Alter Schwede, verdammte Scheiße! Soll ich auf dem Turm bleiben oder soll ich lieber nicht? Komm, scheißegal, komm, voll beim Feind rein! Komm, voll rein! Perfekte Landung! Yay! An alle Luftlandeeinheiten, die feindlichen Geschütze sind immer noch aktiv. Neutralisieren Sie alle feindlichen Oh. Ich glaube, das war nicht so gut. Die Landung war ein bisschen zu heftig. Der Feind dran. Deswegen werden wir versuchen, hier irgendwie. Brauchbare Landung. Ich habe gerade eine perfekte Landung geschafft. Wow. Die feindlichen Geschütze sind immer noch aktiv. Was zum? Neutralisieren Sie alle feindlichen Flugabwehr und Artillerie-Geschütze innerhalb dem Turm. Wow. Da gibt's. Wow, schaut euch mal die geile Aussicht an. Oh, ist ziemlich nett gemacht, muss ich sagen. Doch, hat was. So eine zerstörte Stadt hat halt doch was Nostalgisches, ne? Ich glaube, mit der Bar die Entscheidung war richtig gut. Oh, scheiße. So, jetzt gucken wir mal, lass mich mal runterkommen von der Plattform. Inakzeptable. Völlig inakzeptable. Hey, wir müssen nach unten. Leute, wir müssen noch nach unten. Wir hätten unten anfangen sollen. Toll, jetzt muss ich mich nach unten kämpfen.
Wisst ihr was? Ich lasse mich, glaube ich, nochmal sterben. Ne, ich lasse mich kurz sterben, da brauche ich nicht nach unten kämpfen. Weil sonst muss ich nach unten kämpfen, da ist nach oben kämpfen, weil ihr wisst ja, die respawnen ja die ganze Zeit. Ja, steht. Also ich lasse mich jetzt mal mit Absicht. Guck mal, was hier drin nicht erwartet. Und wenn ich von denen ein paar killen muss, dann kriege ich echt einen Anfall. Jetzt versuchen wir mal unten zu landen. Unterhalb vom Turm. Ich glaube, das geht nämlich auch. Soweit ich gesehen habe. Brauchen wir. Oder wir können. Halt, wir können aber auch versuchen, wenn ihr wollt. Ne, komm, wir gehen runter. Wir gehen ganz runter. Wir fangen unten an. Und bashen uns einfach mal durch. Au. Weil wir. Ja, jetzt reicht's mal. Ich hoffe, das war eine gute Entscheidung. Was ich jetzt hier gerade mache. Aber ich würde sagen, wir fangen von unten nach oben an. Arschloch treffe ich nicht. Gibt's hier irgendwo Medizin? Ich brauche medizinische Hilfe. Zack. Okay, ich jump mal rüber. So, den hätten wir. Den hier auch noch. Hey! Okay. Gut. Ey, da sind noch mehr. Ne, das sind schon mal einer. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Part. Ich mache mal hier ganz kurz eine Pause. Und wir sehen uns gleich. Ciao.